Hallo, willkommen in meiner Küche. Heute gibt es ein Avocado-Brot mit Ei. Und nachdem das Melissas Spezialität ist, macht sie das heute für uns. Und ich schaue mir das auch mit an. Viel Spaß dabei. So, dann kurz mal zu den ganzen Lebensmitteln, die wir dazu brauchen. Wir haben ein paar Avocados, da wir drei Leute sind, auch drei Stück. Dann haben wir Blattspinat, Frischkäse, Eier und ein leckeres italienisches Brot. Genau, ansonsten noch ein Avocado-Topping, Salz, Pfeffer und das war's eigentlich auch schon. Geht auch relativ schnell. Genau, ich fange jetzt mal an und schneide erstmal das Brot. Dann kommt im Endeffekt eigentlich nur der Frischkäse drauf. Man kann auch Butter nehmen, was man möchte. Schmeckt alles gut. Dann kann man sich, ja, ist man eigentlich relativ flexibel. Wir haben jetzt noch Blattspinat, den wir mit drauf machen. Man kann aber auch Rucola nehmen oder normalen Salat, was man halt möchte. So, dann geht es jetzt an die Avocado. Also im Endeffekt am einfachsten ist es, einmal um den Kern herumzuschneiden. Jetzt nehmen wir ein bisschen Salz und Pfeffer für über die Avocado. Dann nehmen wir gleich noch das Avocado-Topping. So, und jetzt geht es eigentlich auch schon an die Eier. Hier kann man eigentlich, ist man auch relativ flexibel, ob man pochiertes Ei will, Spiegeleier, Rühreier. Wir machen jetzt heute Spiegeleier. Also, hier haben wir die Avocado-Brote fertig mit Spiegelei. Ich wünsche einen guten Appetit für alle, die es nachmachen. Und genau, wir machen uns jetzt auch ans Essen.